schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier geht es jetzt um den zweiten Teil zum Einpassen des Bodens. Ein dünnes Brettchen habe ich schon ausgehobelt. Ich habe mir das ausgerechnet. Habe mir dieses Teil hier draufgelegt. Haben wir die Kante nach hier vorne übergerissen, übergewinkelt und dann meine 20 Grad ausgemessen und dabei festgestellt, dass diese Kante nach oben hin 5 mm ringsherum größer sein muss. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt 1 cm größer schneiden. Das werde ich jetzt an der Kreissäge machen mit einem Unterschnitt von 20 Grad. Ich habe hier ja noch mein Musterklötzchen. Das stimmt. Das ist auch 20 Grad. Dann werden wir das mal testen oder machen. Schaut mir einfach mal zu. Ich hoffe, dass es gelingt. Ich habe hier meine 30 Grad eingestellt, beziehungsweise 60 Grad, um dann meine 30 Grad Schräge hier zu bekommen. Ich habe erst diese 5 mm größer hier eingestellt und einen Parallelschnitt gemacht, wie ich gesagt habe. Dann habe ich mit meiner 30 Grad meine Schnitte hier hergestellt. Diesen auch wieder den Parallelschnitt gemacht. Dasselbe mit der nächsten Kante vorbeigeschoben, Parallelschnitt gemacht und das auch entgegengesetztes Teil, weil die Kanten sind parallel. Dann habe ich das Ganze auf den Kopf gedreht, meine Kreissäge auf 20 Grad eingestellt. Ich muss gestehen, zwischendurch ist die Filmaufnahme, was ich euch jetzt demonstriert habe, verloren gegangen. Also scheint bei mir im Augenblick nichts zu klappen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier im Parallelschnitt mit 20 Grad mit den Zentimeter größer, wie ich das erklärt habe, gemacht. Ich schneide hier immer parallel. Hier auch das gegenüberliegende wieder parallel. Und so habe ich alle Seiten geschnitten. Jetzt habe ich das Ganze grob in meine Sechseckform eingepasst. Und muss feststellen, dass das Ganze nicht ganz so top mit den Winkeln stimmt. Ich vermute mal, dass hier meine selbstgebauten Anschläge nicht so hundertprozentig sind. Also muss ich jetzt tricksen oder tüfteln. Nicht meine voreingestellten Winkel nehme, sondern hier mal etwas nachschneide. Ich lasse den Winkel hier.
Ich werde mir hier jetzt mit so ein paar Abschnitten, die ich hier gemacht habe, diese Funktionen einstellen. Ich werde mal was mit leichten Schnitten versuchen. Vielleicht bekomme ich das ja hin. Schaut einfach zu, weil jetzt wird's laut. Thank you.
werde jetzt erstmal hier diese Innenseiten schleifen und dann werde ich das Ganze verleimen und dann von außen verschleifen. Ein Schwingschleifer. Gucken, wo ich die richtige Seite habe, nämlich sonst stimmt das Ganze wieder nicht. Gut, wenn ich das jetzt mit Spannung reinbringe, passt das. Jetzt werde ich zum Verleimen schreiten. Ich hoffe, dass das jetzt genauso funktioniert, wie ich das ausprobiert habe. Aber wie ist das so? Versuch macht klug. Ja, so sieht es einigermaßen aus, so gefällt es mir. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen, dann wird das Ganze geschliffen und dann mache ich noch eine schöne Oberflächenbehandlung in einem
mit einer Lacklasur in einem Eicheton. So, dann will ich mal das Ganze auseinandernehmen. Naja, es geht. Hätte eigentlich besser sein müssen, aber ich weiß, was ich hätte besser machen können oder einfacher wäre, einfach meine Bodenplatte hier drunter leimen und dann von außen beimachen, wäre wahrscheinlich wesentlich einfacher gewesen, aber ich wollte es so machen und es geht. Aber man muss dann wirklich hundertprozentig oder 200-prozentig arbeiten. Aber da muss ich zugeben, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe hier ein bisschen gefuscht. Aber die Sache ist fertig geworden. Und das ist eigentlich das Richtige. Wie war das so schön? Der Weg ist das Ziel. So, jetzt werde ich das Ganze mal schleifen. Ich habe hier schon soweit meine Bandschleifmaschine aufgebaut. Oh, mal gucken, ob das jetzt der Rest besser funktioniert.
So, alles ist geschliffen. Und ist doch noch ganz gut geworden. Nach dem Motto gewusst wie. Gucken, wie das aussieht. Für Wasserlack brauche ich einen speziellen Pinsel. Oh, mal schauen. Das muss das Ganze trocknen lassen.